Frau Kohnen, in Umfragen steht die SPD derzeit nur bei 12-13%. Sind Sie die falsche Spitzenkandidatin? Wir sind ein wild entschlossenes Team, an dessen Spitze ich stehe. Wir haben noch gute 3 Monate Wahlkampf vor uns und wir werden noch richtig Vollgas geben. Die Kampagnen laufen ja noch gar nicht. Also wir werden richtig Gas geben und dann werden wir sehen, was am 14. Oktober rauskommt. Trotzdem noch mal die Frage. Auch die CSU in Bayern schwächelt, ist derzeit bei 38%. Warum kann die SPD davon nicht profitieren? Es war ja so in den letzten Monaten insbesondere, dass die CSU, allen voran der Bundesinnenminister Seehofer, aber eben auch der hiesige Ministerpräsident Söder und Herr Dobrindt, das Land ja am Rande einer Staatskrise gebracht haben mit ihrer Scharfmacherei, insbesondere in der Asyl- und Fluchtpolitik. Und das hat unglaublich viele Menschen verunsichert. Und da haben wir versucht, als SPD im Bund den Stabilitätsfaktor zu geben. Und wir haben ja auch diesen sonderbaren Asylkompromiss auf null abgefieselt. Da ist nichts mehr von übrig, weil die Menschen erwarten jetzt einfach von Politikerinnen und Politikern, dass die Sachpolitik machen und das Land wirklich in einem geraden Kurs nach vorne bringen und vor allen Dingen mit aller Ehrlichkeit sagen, was geht und was nicht geht und nicht so ein Zirkus, wie es die CSU da veranstaltet hat. Trotzdem, irgendwas müssen Sie ja falsch machen, wenn Sie nur bei 12% stehen im Moment. Ja, wir kommen ja als SPD aus einer, sag ich mal, fast 2 Jahre, 3 Jahre, vielleicht auch mehr Jahren einer sehr schwierigen Phase als SPD an sich. Das hat ja auch die Bundestagswahl gezeigt. Und ja, wir gehen schon noch durch dieses Tal und wir müssen uns wirklich aufrichten und da hinausgehen. Und das tun wir ja auch hier in Bayern mit dieser Landtagswahl. Wir kämpfen, was das Zeug hält. Und wir stellen die Themen in den Vordergrund, die jeden tagtäglich, insbesondere natürlich auch in der Landeshauptstadt, bewegen. Hier vor allen Dingen die Frage, kann ich mir eigentlich mein Dach über dem Kopf noch leisten? Das ist für uns das Thema Nummer 1. Sie haben gesagt, Sie wollen sich nicht mehr am politischen Gegner abarbeiten, tun es aber trotzdem jetzt, Stichwort Polizeiaufgabengesetz oder eben Asylpolitik. Sie haben es ja gerade angesprochen. Nee, ich arbeite mich ja nicht am Gegner ab. Wenn der Gegner, und den nenne ich übrigens immer lieber politischen Mitbewerber, wenn jemand wie die CSU ein Polizeiaufgabengesetz macht, das den Menschen, den eigenen Mitbürgern und Bürgern ein dermaßenes Misstrauen entgegenbringt und einen eigentlich fast schon gleichsetzt mit Gefährdern und Terroristen, da gehe ich als politische Opposition natürlich total hart ran und sage, hey, dieses Gesetz in dieser Form geht so nicht. Da muss man nochmal zurück auf Start und ein ordentliches Polizeiaufgabengesetz auf den Weg bringen, das der Polizei übrigens wirklich hilft, die ja extrem unterbesetzt ist. Kommen wir nochmal zurück zur Asylpolitik. Sie haben jetzt gesagt, es gibt auch noch andere wichtige Themen, um die wir uns kümmern müssen. Aber trotzdem, die Menschen in Bayern erwarten, dass diese Asylfrage gelöst wird. Von der SPD hört man oft, was nicht geht. Wo sind denn Ihre konkreten Vorschläge, wie wir das lösen? Ja, erstmal brauchen wir eine echt große, große Ehrlichkeit in der ganzen Frage Migration und Flucht. Europas Wohlstand baut schon auch auf dem Rohstoffe holen aus den Ländern, wo die Menschen weggehen. Wir entziehen damit auch Lebensgrundlage. Das ist das eine. Das heißt, wir müssen endlich mal auch über Fluchtursachenbekämpfung sprechen. Das heißt, wie betreiben wir eigentlich Wirtschaftshandel? Und das ist kein Weg von heute auf morgen. Das wird lange dauern. Und in einem vereinten Europa, für das stehen wir ohne Wenn und Aber, wird das eben wirklich Zeit in Anspruch nehmen, um so unterschiedliche Mitspieler in ein Boot hineinzuholen. In Deutschland haben wir einen Rechtsstaat und der gilt. Es kommen Menschen, die haben das Recht zu bleiben. Es werden Menschen kommen und sie kommen, die auch wieder gehen müssen, wenn ihr Bürgerkrieg beispielsweise beendet ist oder ihr eigenes Land wieder sicher ist. Und es gibt Menschen, die können von vornherein nicht bleiben. Das ist so. Und alles andere muss aber, sprich also das Recht auf Asyl, die Genfer Flüchtlingskonvention, die baut auf Menschlichkeit auf. Und die ist für uns ein Grundwert. Und die Menschenwürde ist nicht verhandelbar. Ein Kernthema der SPD ist ja das Thema Wohnen. Das hat Ihnen ja der Herr Söder jetzt quasi weggenommen mit der Gründung einer staatlichen Wohnungsbaugesellschaft. Aber wissen Sie, zu glauben, dass Herr Söder, der bis letzten Oktober gesagt hat, nee, das Bauen ist nicht Aufgabe des Landes, sondern der Kommunen, dass der jetzt mit einer Gründung einer Wohnbaugesellschaft, wo er leider in den nächsten 7 Jahren nur 10.000 Wohnungen bauen will, bezahlbare Wohnungen, wir reden ja immer von bezahlbaren Wohnungen, das ist nicht Fisch, nicht Fleisch. Warum?
weil er einen Kapitalfehler begangen hat. Und das war 2012, 2013 der Verkauf der öffentlichen GBW-Wohnungen. Das waren 33.000 Wohnungen. Und um diesen Kapitalfehler wieder gut zu machen, soll er bitte nicht mit 10.000 Wohnungen in 7 Jahren kommen, weil dann braucht er 26 Jahre, um seinen ursprünglichen Fehler wieder gut zu machen. Wir müssen jetzt mit voller Kraft reingehen, mit einer bayerischen Wohnraumoffensive, wo die Landkreise bauen können, wo der Staat endlich herausfindet, wie viel bebaubare Flächen er hat. Das weiß der Freistaat überhaupt nicht. Die Regierung hat sich nie drum gekümmert. Diese Flächen müssen dann staatlich bebaut werden und sie müssen vor allen Dingen auch den Kommunen zur Verfügung gestellt werden, zu bezahlbaren Preisen. Im Moment kriegen Städte wie München ja nur die staatlichen Flächen für Marktpreise. Das geht so nicht. Wir brauchen ein echtes Kümmern und das werden wir als SPD machen. Wenn Sie sagen, man hätte damals diese Wohnungen nicht verkaufen dürfen, die CSU sagt ja bis heute, es war alternativlos. Wir mussten schließlich die Landesbank retten. Söder hat schlichtweg gelogen, weil er hat 2012, 2013 gesagt, Europa, die Europäische Kommission würde ihm das verbieten. Wir wissen jetzt aus dem Untersuchungsausschuss, der die letzten Wochen im Landtag war, dass das nicht so ist, schwarz auf weiß. Die neueste Begründung lautet jetzt von dem Ministerpräsidenten, ja, aber dann wäre die Bank zugrunde gegangen. Dann frage ich Sie, kann man irgendjemand hier draußen erklären, das Geld für die Bankenrettung haben wir, aber die Mieter lassen wir über die Klinge springen. Wenn jemand so etwas sagt, dann kommt es zu einer enormen Politikverdrossenheit, sondern das klare Bekenntnis der Politik muss sein, wir brauchen einen Schutzschirm für die Menschen und nicht für die Banken. Per Steinbrück hat mal gesagt, hätte, hätte, Fahrradkette. Nee, mein Blick geht ja nach vorne. Ihr Blick geht nach vorne, nämlich zur kostenlosen Kinderbetreuung. Ist das nicht zulasten der Qualität? Das eine schließt das andere nicht aus und das ist für uns als SPD das Wichtige. Wir wollen eine, weil die Eltern legen unheimlich viel Wert auf gute Qualität, legen viel Wert, wie wir auch als SPD, auf eine gute Bezahlung der Erzieherinnen und Erzieher und auch die Anerkennung entsprechend. Dann brauchen wir längere Öffnungszeiten, weil die Arbeitswelt hört nicht auf um 3:30, sondern das dauert oft länger. Und auch jetzt in den Sommerferien, die Eltern brauchen Betreuung. Und wenn man sich eben auch die Landeshauptstadt ansieht, oft müssen beide Partner arbeiten, damit sie sich das Leben überhaupt leisten können. Und eine kostenfreie Kita ist der Punkt, dass für die Familien am Ende auch wirklich was im Geldbeutel übrig bleibt. Und auch besonders mit dem Blick auf Alleinerziehende, denn die müssen auch arbeiten. Die haben alle keine Wahlfreiheit. Die CSU setzt auf das Familiengeld. Ist das nicht fairer? Das bayerische Familiengeld bekommen Eltern von Kindern von 1- und 2-Jährigen. Da kann man sagen, okay, aber was ist denn mit den 3-Jährigen, den 4-Jährigen, den 5-Jährigen, den 6-Jährigen? Die kriegen nichts mehr. Und deswegen sagen wir, wir müssen die Lebenswirklichkeit anpacken und das heißt eben die Kinderbetreuung. Und wenn wir diese Kinderbetreuung ordentlich aufgebaut haben, kostenfrei, so wie ich es gerade dargestellt habe, dann kann man natürlich auch bayerisches Familiengeld flächendeckend, verteilen. Aber man hat den Euro nur einmal und da sage ich, was brauchen die Leute wirklich? Und das gilt für alle Kinder von 1 bis. Du kannst dir nicht einfach 2 Altersgruppen raussuchen. Also das sieht schon sehr danach aus, dass ich vor der Wahl mit der Gießkanne mal drüber gehe und zähle, wo finde ich denn die meisten Leute, die ich da mal gerade unterstützen kann. Frau Kohnen, Mindestlohn, Elterngeld, Ehe für alle, das sind ja alles in Anführungszeichen SPD-Erfolge. Warum können Sie es nicht verkaufen? Naja, in den letzten Monaten und leider auch schon fast Jahren wurde ja immer ein Thema nach vorne gepeitscht. Man diskutiert immer über Flucht und Migration. Darunter sind so viele andere Themen untergegangen. Und deswegen gehe ich ja in diese Landtagswahl hinein und sage auch, erstens, wir brauchen einen anderen politischen Stil. Ein Stil, der geprägt ist von Respekt zueinander, egal welchen politischen Mitbewerber, von Sachlichkeit und Ernsthaftigkeit. Und das Zweite ist, die Menschen wollen endlich sehen, meine Nachbarn, meine Familie, meine Bekannten, viele, die ich Land auf Land abtreffe, die wollen sehen, dass wir uns um die täglichen Probleme von jedem Einzelnen kümmern. Und wenn ich frage, kannst du dir dein Dach über dem Kopf noch leisten? Wie steht's denn mit der Vereinbarkeit und Familienberuf? Oder wie sieht's denn in deiner Arbeitswelt aus? Hast du Bedenken wegen der Digitalisierung, dass da Maschinen kommen, die deinen Job mal überflüssig machen? Das sind alles Fragen, auf die ich angesprochen werde, tagtäglich. Und deswegen will ich mich genau dahin wenden. Und mein Eindruck ist, dass die CSU das langsam auch kapiert, dass wir als Politiker uns echt so hinstellen müssen, dass wir sagen, ja, wir hören euch echt zu und wir haben auch kapiert, um was es geht.
Bei der letzten Wahl 2013 gab es ja die Option auf ein mögliches Linksbündnis. Davon ist man jetzt meilenweit entfernt. Worauf arbeiten Sie eigentlich hin? Auf eine GroKo mit Markus Söder? Ich arbeite auf keine Koalitionsspielchen hin, sondern ich arbeite jetzt erstmal für die Themen. Dass wir wirklich jede Partei die Lösungsvorschläge für die einzelnen Themen vorlegt und dass die Wählerinnen und der Wähler einfach sagen können, okay, der bietet mir das oder dieses oder jenes und entscheidet sich dann auch, was für seine Lebenswirklichkeit die beste Lösung ist. Und dann geht der Wähler an die Wahlurne und dann reden wir darüber, wie kann eigentlich Bayern regiert werden. Alles andere halte ich für Farbenspiele und Personality-Shows vor der Wahl nicht wirklich nutzbringend für niemanden. Die Grünen sind jetzt zweitstärkste Kraft. Was machen die eigentlich besser als die SPD? Ach, wissen Sie, beim letzten Mal war die Umfrage so, dass die Grünen, glaube ich, 5% oder sowas über dem Wert waren von Umfragen. Am Schluss, am Wahltag, waren sie viel, viel weiter unten. Ich will auch nicht spekulieren, ob die Grünen oder irgendwelche anderen Parteien, was die kriegen oder wir. Das wird der Wahltag dann zeigen. Die AfD wird aller Voraussicht nach zweistellig in den Landtag einziehen. Wie wird man damit umgehen? Jetzt haben wir ja noch erstmal wirklich einige Monate Wahlkampf vor uns. Und ich bin der Überzeugung davon, wenn wir die sozialen Themen in den Mittelpunkt der Debatte, der politischen Diskussion in diesem Wahlkampf stellen, dann werden viele erkennen, dass die AfD da tatsächlich keine Lösungen bietet. Die sind ja nur bei einem Thema immer hetzend unterwegs, aber die anderen, da kommt nichts. Und wir müssen zeigen, insbesondere als SPD, dass wir echt die Partei der Kümmerer sind, die klar sagt, wir versuchen ganz stark gemeinsam, alle miteinander, die täglichen Probleme wie bezahlbaren Wohnraum zu lösen. Sie sind in Neubiberg zu Hause. Wie schalten Sie am besten ab? Auch indem ich die Haustür öffne. Und dann ist da meine Familie und auch Ruhe. Das muss man. Ich muss die Dinge vor der Tür abstellen und dann kann man echt entspannen. Das ist super schön. Welche Hobbys hat Natascha Kronen, wenn dafür Zeit bleibt? Also im Wahlkampf Sport machen ist jetzt eher ein Muss. Man muss sich auch manchmal zwingen, auch insbesondere bei der Hitze natürlich. Aber ein echtes Hobby oder eine heiße Liebe für mich ist Lesen, Bücher. Ich bin auch Lektorin, genau. Sie sind vom Sternzeichen auch Skorpion. In welchen Situationen fährt denn Natascha Kronen ihren Stachel aus? Ich fahre dann meinen Stachel, insbesondere in der politischen Debatte, aus, wenn meine Grundwerte und meine Werte sind einfach Freiheit, ein vereintes Europa und eben Menschlichkeit und vor allen Dingen gegen Hetze. Aber wenn das überschritten wird, dann kommt mein Stachel und dann werde ich richtig scharf. Frau Kronen, ergänzen Sie bitte folgende Sätze. Jetzt bin ich gespannt. Ich auch. Ohne mich wäre die SPD weniger humorvoll. Martin Schulz war für die SPD ein guter Spitzenkandidat, der verdammt viel durchgemacht hat. Meine Schwäche ist es. Ich schlafe unglaublich gern. Ich brauche viel Schlaf. Das ist aber keine Schwäche, aber ich liebe es zu schlafen. An Markus Söder schätze ich. Das ist echt fast unbeantwortbar, weil ich ihn kaum kenne, weil er ja wenig Kommunikation pflegt. Zumindest grüßt er. Letzte Frage, Frau Kronen. Der 14. Oktober ist für mich persönlich ein wichtiger Tag, weil es darum geht, wie die Zukunft Bayerns sich weiter gestaltet. Und mir geht es wirklich darum, dass wir zusammenhalten, dass wir miteinander in die Zukunft gehen und dass die Gesellschaft eben nicht so ins Rutschen kommt, wie es im Moment ist. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Ich danke Ihnen sehr.